Sursul, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims. Ja, Charlene ist schon alleine ohne uns zu ihrer nächsten Stelle abgedampft. Tatsächlich habe ich das Spiel kurz angeschmissen, wollte die Aufnahme starten, dann ging sie aber schon los. Ich habe anscheinend genau den Dialog verpasst, wo wir gefragt werden, ob wir mitwollen oder nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie die Rolle gut macht. Ja, sie ist ein 5-Sterne-Promi. Sie ist ein Weltstar geworden. Das ganz ohne uns. Okay. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Plünder mal noch die Teile, bevor du das wegwirfst. Weltstar! Charlene hat es offiziell geschafft. Sie ist ein echter Weltstar. Als Anerkennung für ihre Errungenschaften erhält sie eine Promi-Fliese. Sie kann zum Starlight Boulevard reisen, um unter den Jubelrufen ihrer Fans die Platzierungszeremonie durchzuführen. Da sie die Spitze des Ruhms erreicht hat, erhält sie drei weitere Ruhmpunkte und Zugriff auf die allerbesten Ruhmvorteile. Ein normales Leben ist für sie jetzt völlig unvorstellbar und sie kann nun zwei weitere Marotten entwickeln. Ja krass, Leute. Nein. Das wollen wir ihm verbieten. Er soll nicht aus der Toilette trinken. Das heißt aber auch, dass das jetzt tatsächlich die letzte Folge wird. Ich weiß, in der letzten Zeit kam Sims verhältnismäßig selten, weil andere Projekte bei mir einfach auch Vorrang hatten. Ich muss aber sagen, dass ich auch gerade so ein bisschen erleichtert bin, da mir das einfach zu viel war, was ich einfach machen musste, damit hier alles glatt geht. Damit ich mich hier irgendwie um alles kümmere. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich habe immer so meine Phasen, wo ich einfach... Ja, total gerne Sims spiele und dann wieder Phasen, wo ich sage, oh ja, bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Und tatsächlich habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, dass das Star Pack hier ganz cool ist. Mich jetzt aber so als Fazit nicht so richtig krass geflasht hat. Das hat aber kein Star Pack geschafft nach Sims 1 Megastar. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Das war für mich einfach das beste Star Pack, was es je gegeben hat. Und da fehlt mir doch einiges, muss ich wirklich sagen. So, hier sortieren wir mal das verdorbene Essen aus und dann nehmen wir uns noch die Reste. Und deswegen bin ich tatsächlich eigentlich auch relativ froh, dass ich mir darum jetzt keinen Kopf mehr machen muss um die Aufnahme. Denn natürlich konzentriere ich mich lieber auf die Dinge, wo ich richtig Bock drauf habe. So. Schnappt ihr mal was zu futtern? Ach nee, die macht noch sauber. Was haben wir hier noch stehen? Hallo Weltstar, lehne dich zurück und geh es ruhig an, denn du hast jetzt die Spitze des Ruhms erreicht. Es ist an der Zeit, deine Errungenschaften in vollen Zügen zu genießen. Vielleicht hast du während deines Aufstiegs zum Ruhm bemerkt, dass dein Ruhm langsam sinkt, wenn du dich zu lange nicht in der Öffentlichkeit blicken lässt. Aber keine Sorge, als 5-Sterne-Promi ist dein Ruhm nahezu unvergänglich. Du musst tagelang alle Aktionen ignorieren, die den Ruhm fördern, bevor dein Status zu bröckeln beginnt. Und selbst dann wirst du ein ewiges Vermächtnis hinterlassen, denn mehr als 2 Sterne kannst du niemals verlieren. Oha! Das ist gut zu wissen. Was wollen wir ihr denn mal noch geben? Hier hatten wir das mit den Trends. Das könnten wir halt... Warte mal, was haben wir hier? Karrierehopper, schnelle Beförderung. Was haben wir hier? Dein Outfit tragen. Was ist das? Sonderbehandlung. Was haben wir denn hier? Schnellerer Karrierefortschritt, höhere Bezahlung und positive Arbeitstage ist eigentlich ganz cool. So, das setzen wir jetzt einfach mal.
Hat sie jetzt das im Dings drin? Sorry, ihr hört wahrscheinlich mega laut gerade draußen die Vögel zwitschern. Und leider auch Verkehrgeräusche, denn ich musste das Fenster aufmachen. Wir haben es heute das erste Mal richtig warm. Ich nehme jetzt gerade am Samstag auf und da muss ich einfach ein bisschen durchlüften. Ansonsten wird das definitiv zu warm hier drin. So, mal noch ein bisschen was für ihren Spaß tun. Und dann würde ich nämlich morgen ganz gerne die Fliese auf dem Walk of Fame platzieren. So, schlafen. Haben wir die jetzt hier drin? Ja, hier, da. Charlene Milan, Promi-Fliese erhalten. Das machen wir dann nämlich morgen noch, denn das fehlt noch. Promi-Fliese auf dem Starlight Boulevard platzieren. Das fehlt noch, dass wir hier auch ihr Bestreben komplett abgeschlossen haben. Ihr Profi-Schauspielerin-Bestreben. Dann haben wir nämlich auch das abgeschlossen. Oha, die ist ja schon ausgeschlafen. Wie kommt denn das so schnell? Na gut, mir soll's recht sein. So, dann muss sie noch ihr eigenes tolles Aussehen bewundern, damit sie wieder zufrieden ist. Und dann kann sie sich noch einen Rest vom Frühstück nehmen. Heute ist sie schon ganz, ganz besonders früh auf den Beinen. Wir haben es jetzt gerade mal 5:30. Es ist ihr großer Tag, sie ist super aufgeregt. Wollen wir alle Tiere damit hinnehmen vielleicht? Was haben wir denn jetzt? Ach, das Erntefest. Was mag denn der? Der sieht aus wie ein Hase. Mag der vielleicht Salat? Ja, er mag Salat. Yay. So, aber Leute, wir reisen jetzt definitiv Wo ist das denn nochmal? Das ist hier, ne? Glaube ich. Ich mag alle Hundis mitnehmen. Und natürlich die Freundin auch noch. Alle müssen dabei sein bei Charlenes großem Tag. Das ist ja wohl mal sowas von klar hier. Ich hoffe, das ist jetzt überhaupt hier, aber ich denke schon, oder? I don't know. Vielleicht hätte ich mich mal besser schlau machen sollen vorher. Ja, hier. Ach, guck, und hier kann ich das dann platzieren. Wen haben wir hier? Okay. Es ist der große Tag. Nein, sie sollte die nicht schon platzieren. Sie sollte erst... Das war's schon? Die kann sie auch wieder... Oh, ich bin auch da. Kann ich die jetzt gleich? Ja, jetzt kann ich sie platzieren. Gott, sorry, es ist so laut draußen gerade. Abgeschlossenes Oh, das ist voll süß. Oh, das ist voll niedlich.
Was könnte besser dieses Let's Play beschreiben als dieses Bild? Och, ist das süß. Ja, voll niedlich. So, Charlene ist bereit für die Großaufnahme. Sie ist jetzt Profi-Schauspielerin. Hoffentlich verliert sie jetzt nicht die Bodenhaftung. Sie ist jetzt eine weltbekannte Schauspielerin, beziehungsweise hat sich dieses Merkmal verdient. Was hat sie denn hier? Soweit man das überhaupt... Sie vermasseln nie eine Szene. Das ist natürlich mega cool. Warum schwitze ich? Ich tropfe. Warum tropfe ich? Hier, da freue ich mich bestimmt drüber. Da freue ich mich bestimmt drüber. Jetzt kommt dann noch ein Flugzeug vorbei. Also heute ist aber echt, jetzt ist aber gerade... Nee, die ganze Zeit konnte ich problemlos aufnehmen. Und jetzt ist hier Chaos draußen. Ohne Ende. Okay, ich muss sagen, ich hätte mir jetzt das Platzieren der Fliese ein bisschen pompöser gewünscht. Nicht, dass ihr einfach dieses viereckige Dings da hinten legt und es platzen ein paar Sternchen auf und dann ist halt die Fliese platziert. Ich muss sagen, das hätte ich mir einfach noch ein bisschen schöner gewünscht. Aber generell würde mich mal interessieren, was sagt ihr denn dazu? Was sagt ihr generell zu dem Pack? Ich glaube, ich konnte es irgendwann nicht mehr so richtig gut rüberbringen, weil es mich einfach auch nicht so extrem geflasht hat. Da bin ich wirklich... Das ist übrigens nicht Suzette. Das ist ein Nachbarshund. Da bin ich wirklich ehrlich. Da bin ich ehrlich und ich muss sagen, es hat mich jetzt nicht so mega geflasht, aber ich muss auch sagen, momentan hat Sims ein bisschen schwer, mich zu flashen. Aber wie gesagt, mich würde es interessieren, was ihr dazu sagt. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein klein wenig unterhalten mit diesem Let's Play. Und ja, dann macht's gut. Bis dahin und danke fürs Zuschauen. Tschüss!